Okay Leute, dann hiermit herzlich willkommen. Neuen Arc-Projekt auf meinem Kanal. Nicht mehr auf der Playstation, sondern auf dem PC. Und zwar ein Arc-Offi-PvP-Projekt, wie man es wahrscheinlich schon am Titel gelesen hat. Wir sind auf einem Offi-Server auf der Island. Das war gerade wahrscheinlich sehr wiederholt, aber auf jeden Fall ist es jetzt Double Farming definitiv an. Ich weiß nicht, Double XP ist, also wegen dem 4-Wolf-Event. Und ja, ich habe im Grunde gar nichts gemacht, also bin hier. Außer ich bin halt dumm durch die Büsche gelaufen und habe halt Bären gesammelt. Aber mehr habe ich nicht gemacht. Erst Level geht in Wait und ich hole mir die Axt und das Lagerfeuer. Also ich würde mir gerne auf der anderen Seite da diese Note holen. Die Frage ist halt, ist das sicher? Das überlebe ich das? Das weiß ich halt jetzt nicht unbedingt. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal hin und ja, schau mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Währenddessen gebe ich mir nochmal kurz ein Level auf Stamina. Ach, lol. Auf jeden Fall wird es hier wahrscheinlich ein bisschen turbulent, weil die Leute hier mit Tech rumfliegen. Ah ne, nicht deswegen. Aber auf jeden Fall, weil ich halt noch auf dem PC bin und noch nicht alles so ganz genau weiß und ich mich da noch ein bisschen einfinden muss. Wie ich das schneiden werde, habe ich auch noch ungefähr gar keinen Plan. Oh, ein Raptor. Die Fliegendinger, die hasse ich auch wirklich wie die Pest. Sind wirklich meiner Meinung nach eine der schlimmsten Viecher, die es in dem Spiel gibt. Weil sie einfach nervig sind. Ein Kompi, auch nee. Ein Raptor. Ich weiß doch nicht, warum ich diese ganzen Grabsteinskins die ganze Zeit mitnehme. Ich habe auch noch gar keinen Plan, wo ich bauen will. Also das wird auch nochmal so eine Story. Wie viel kann ich mir machen? 10 Stück. Was brauche ich denn dafür? Stroh, Feuerstein und Fasern. Ach nein. Deswegen hätte ich Fackler lernen sollen. GG. Okay, einer ist tot. Ah, die war Level 15, die anderen beiden nicht. Okay, sie ist down. Wenn der Kompi jetzt anfängt, dann habe ich halt ein kleines Problem. Also normale Menschen würden jetzt wahrscheinlich auf Crystal Isles gehen und sich einen Crystal Ivern holen. Ich bin dafür leider absolut zu faul, deswegen mache ich das schon mal nicht. Auch wenn ich so nochmal drüber nachdenke, würde ich am liebsten jetzt in so einem 1x1 oder so eine Kiste machen, Werkbank drin verstecken. Kostet sehr viel, oder? Holz und Leder, sehr viel. Wie viel Leder haben mich? Ich könnte mir... naja. Reparieren kann ich es nicht, das ist ja schon mal positiv. Da ist wieder unser Kollege Alpha Raptor. Oh, ein Raptor. Oh, das ist nicht so geil. Jetzt rennt er jetzt weg von dem Dilo. Ich will mal ganz gezielt, glaube ich, schnappen. Der High Level bitte nicht. 55, ah. Level 55 ist halt für mich ein bisschen kritisch. Schildkröten kann ich jetzt auch nicht killen. Weil die zu zweit sind. Kritisch, kritisch. Level 10. Den sollte ich schaffen. Muss jetzt schwimmen gehen. Leder habe ich aber erstmal jetzt genug. Um mir meinen Raft zu bauen. Das Raft craften. Yeah. Perfekt. Fluss ist da. Moin, Qualle. Tür mache ich dann hier hin. Hallo? Muss ich's verstehen? Hat geleckt, okay, fast. So, dann die Tür rein. Ah, die wendet sich um die Hotbar, dafür bin ich zu faul, die ganze Zeit im Inventar zu öffnen. So. So. Ich habe sogar eine Wand zu viel gebaut, das ist gar nicht so schlecht. Da sind wir in der ersten kleinen Hütte. Hier reinstellen würde ich dann gerne mein Schränkchen hier. Wenn es sich lenken würde. Und oder die Bude zu klein sein würde. Muss ich den... Ach, außen ist immer so... Kommt der hier hin? Hier packe ich dann erstmal mein ganzes Stuff rein. So. Bis auf das stelle ich nämlich innen auf. Und ja. So.
Dann haben wir die ersten 8 Barren. Die Smithy steht auch gleich. Ich ziehe es erstmal runter zum Wasser durch. Ja. Als nächstes wäre vielleicht ein bisschen Metallfarm angesagt. Deswegen zeige ich wieder das gute alte Boot. Zieh durch. Zwar ziehe ich durch zum roten Obelisk vor. Und da werde ich mir ganz easy chillig diese Flusssteine abbauen, die es genau neben mir auch gibt. Deswegen werde ich nicht zum roten Obelisken fahren. Und werde mir da ein bisschen Metall rauszocken. Okay, die Spitzhacke ist kaputt. Wenn der Meister seine Hütte halt nicht mehr findet, dann habe ich ein Problem. Dann hört er seine Sounds und dann ist er schon zu Hause. Ah, das wollte ich jetzt nicht machen, aber so. Die 8 Ingots nehme ich dann mal an mich und craft die Smithy. Leder, Holz. Das sollte ich alles hinten haben. Fasern, Leder und Holz muss ich mir holen. Fieselina. No. Stein war es und nicht Fasern. Uff. Dann habe ich aber auch noch 11 im Angebot. Das heißt, wir haben die Smithy. Ab geht's. So. Die Smithy würde ich dann hier irgendwie hinbasteln. Aber weiß ich nicht, nirgends, wann das Platz hat. Das so. Rein, raus, hinher. Perfekt. Okay, da würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao.